Ah, geh aus dem Weg. Oh Gott. Ah! Was ist das denn? Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR mit mir, dem Ratzler. In der letzten Folge sind wir dem Suizidmensch hinterhergesprungen, weil wir einfach nicht damit klarkommen konnten, dass wir ein Leben quasi beendet haben, beziehungsweise nicht gerettet haben. Ne, eigentlich bin ich nur auf die Leertaste gekommen, beziehungsweise der Typ ist gleich über die Mauer gesprungen. Aber egal, in dieser Folge geht's gleich weiter. Und zwar steigen wir hoch. Okay, ich hab grad das Team-Inventar, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Ist ja egal, so. Gang-Attack in progress. You're responding by pressing... Ich kann F6 nicht drücken, weil sich damit die andere Rescue 5-Mod aktiviert. Wenn ich das drücke, dann wird das Bild schwarz und wir sind plötzlich als Sanitäter unterwegs. Das wollen wir mal nicht haben. Denn wir sind hier Polizist im Los Santos bzw. Los Angeles. Guck mal, was hier los ist. Sind das denn Polizisten? Ich glaube schon, ja. Hallo. Guten Tag. Oh Gott. Oh Gott. Alles klar. Hände hoch. Okay, scheiß drauf. Hände hoch. Ja, wir haben einen festgenommen. Ey, nicht schießen. Ich bin... Ja. Ich habe gerade auf mein Leben gesehen, dachte mir so, oh shit. Und dann war es schon noch schon... Was der Bescheid. So, okay, scheiße. Okay, dann steht bei uns kurz ein neues Polizeiauto. Nein. Jetzt gib mir das Richtige. Nein, da war es gerade. Egal, wir steigen aus. Wie lange ist das gebraucht? Da bist du ein richtig. Oh, kommen wir da überhaupt raus? Kommen wir da raus? Ja, sieht gut aus. Ja, die GTA-Physik macht es möglich. Wir reparieren einmal aber noch. Okay, wir fahren wieder zum Game Progress. Es gab da einen kleinen Zwischenfall, der Officer ist irgendwie gestorben. Deswegen müssen wir da jetzt wieder hinfahren. Wir sind quasi die Verstärkung jetzt. Vorsichtig. So. Oh Gott, Alter. Da haben wir gerade ein bisschen abgehoben. Geabgehoben. Ist okay. Wir gehen diesmal ein bisschen taktischer vor. Ja, ungefähr so. Ah, geh aus dem Weg. Oh Gott. Ah! Was ist das denn? Irgendwo hier ist, glaube ich, noch ein Gangmitglied, oder? Gang, hallo. Ist hier noch was? Nee, ich glaube, hier ist nichts. Gut, wir brauchen eventuell ein paar Leichenwägen. Und die Waffe liegt auf seinem Bauch. Er ist leider von uns gegangen. Eigentlich zu Recht. Gut, der Leichenwagen wird eh alle aufsammeln. Das heißt, ernsthaft? Hier sind Leichen, ja, und die fahren hier einfach. Ich mache jetzt hier einmal so. Und einmal so. Kommt nämlich gar keiner mehr durch, ja? So, die Leichenmänner hier nehmen dich mit. Ja, regt euch immer ruhig nicht auf, Ische. Und wir fahren weiter. Got enough pictures, ja, ist sehr schön. Gucken, was wir... Achso, warte, wir müssen jetzt hier... Wie beende ich den Callout denn jetzt? Oder geht's hier noch weiter mit Gang? Na, ist ja egal.
glaube, das ist nämlich mit der F6-Taste, die kann ich wie gesagt nicht drücken. Ich müsste diese Rescue 5 Mod mal raushauen. Könnte ich eigentlich immer machen, weil das ist eh nur eine Datei, die reingezogen wurde. Ah, guck mal. Hit and Run, Fahrerflucht. Finde ich aber überhaupt nicht gut. Oh Gott. Okay, Fahrerflucht, Sirene. Oh Gott. Lass ich bitte durch. Da unten ist das. Gucken, was der böse Herr da hier flüchtet. Oder von was er flüchtet. Okay. Hallo. Witness. Hallo. I saw what happened, officer. That car just hit the poor pedestrian and took off. The windshield shattered and the car has a lot of front end damage. The car was a formula red colored. Ah. The last three digits of the license plate were 552. Target last seen. All right. Southbound. Thanks. On, so. Wir fahren da hinten ist der Fahndungskreis. Vorsichtig. Oh Scheiße, wir dürfen hier nicht fahren, müssen auf der Seite fahren. Hat der vorne die Windschutzscheibe kaputt? Nee. Der hat eine Windschutzscheibe kaputt. Okay. Wir verfolgen mal. Noch ist er nicht verdächtig, aber wir werden ihn mal rechts ranziehen. Oder links. Guten Tag. Guck mal, Sie haben hier eine kaputte Frontscheibe, Frontstuhlstange. Was ist denn hier los? Kann ich mal bitte Ihre ID haben? Weil Sie haben an Ihrem Auto einen erheblichen Schaden. Fahren Sie ruhig weiter. Jamie Nyan, Cat. Jamie Nyan. License with no active warrants. Okay. An sich klingt das... Ja, okay. Wir nehmen Verfolgung auf. Einer ist dran. Wir holen Verstärkung. So. Oh Gott. Haben wir den? Nein, bleiben Sie stehen. Scheiße. Okay, wir fahren hinterher. Alter, rammt doch nicht so ekelhaft. Das ist der Falsche. Raus. Oh, oh. Hände hoch. Toll. Und der andere flüchtet. Okay, wir holen schnell Corona. Die Kollegen kümmern sich hier rum. Wir verfolgen den Flüchtigen. Oh Gott, unsere Sirene. Nur für Action. Hängt die fest oder was? Ah, nee, sie ist eh schon festgenommen. Muss die Karre von der? Egal. Okay. Attention all units, 1015, suspect in custody. We are code 4. No further units required. Boah, aber unsere hier, ne, da vorne hier sieht aber auch nicht gut aus hier. Unser Logo ist komplett verbeult. So, hier können Sie ihn mitnehmen, ne? Wir fahren so lang weiter und dürfen einmal reparieren. So, vorsichtig. Wie wissen wir eigentlich mal den LKW anhalten? Nee, wir fahren mal hier ran vorbei. Wie gesagt, ihr habt ja entschieden in den Kommentaren, wir sollen lieber so weitermachen wie eh schon immer. Also nicht realistic fahren, sondern eher so ein bisschen so eine Mischung aus beidem. Und das werde ich auch berücksichtigen. Oho. Danke, dass Sie mir die Vorfahrt nehmen. Arsch. Polizist, ja, ich habe immer Vorfahrt. Kann ich auch Personen anhalten? Und mir Personenkontrollen durchführen? Geht das? Stopping. Ja. Was macht der? Nein, nicht einsteigen. Ich hätte jetzt gerne erstmal ihre ID. Sie haben ja noch nichts gemacht. Ich hätte gerne ihre ID. Oh, guck mal, da sogar. Jennifer Gills. Jennifer Gills. No active warrants. Okay. Dann sind sie befreit.
Fahren Sie fort. So. Kann ich die Karre durchsuchen? Möchte ich jetzt mal ein bisschen hier. Voll realistisch, weißt du, ich habe natürlich einen Universalschlüssel für alle Autos. Ich darf das. A used needle and a digital camera. Also die Digital Camera ist ja schon ein bisschen suspicious hier, ne? Ne, aber es ist scheinbar ein Auto eines. Eines Gangs. Eines Gangmitgliedes. Eine Motorhaube. A rape whistle. Whistle. Was ist in der Beifahrertür? Hey, Beifahrertür. Was finden wir hier? Box of Flares. Okay. Ja, gut, über die Nadel kann man mal hinwegsehen, ne? Und wie, ich weiß nicht mehr, wie ich Personen durchsuchen kann. Mit U habe ich das, glaube ich, gemacht. Ja, genau, mit U. Find nothing of interest. Okay. Das heißt, wir sollten weiter mal Personenkontrollen machen, wo wir Leute durchsuchen. Einfach mal so gerade testweise habe ich es halt mal ausprobiert. Police Impersonator. Okay, nehmen wir an. Code 3. Del Piero Freeway. Del Piero. So, da hinten ist das. Wie kommen wir denn da hin? Echt nicht über die Brücke. Müssen wir ganz außen rumfahren jetzt. Na dann. Kommen wir da echt nicht lang? Doch klar, Moment. Wir fahren mal hier mit Sonderrechten über die Wiese. Ein bisschen langsam fahren, damit wir uns hier nicht die Reifen kaputt fahren. So. Dispatch, we have a visual. One, Adam, 12. Officer over here. Okay, scheinbar wieder so was, was wir schon vor ein paar Folgen hatten. Hallo. Oh, jeez, Officer, I'm glad to see you. This guy drove up behind me and started flashing his high beams. High beams sind wahrscheinlich, na, wie heißt es auf Deutsch, Lichthupe. Then he put his hand out the window showing me a badge. I pulled over, he got out and started yelling at me. Told me he was a cop and to get out of the car. He said I was an illegal alien and I was under arrest. Sir, I was born in this country, I'm an American citizen. I told him to fuck off and he pulled out a gun. So I hit the gas and got the fuck out of here. But yeah, about his car. It definitely wasn't a police car. But it sure as hell was dressed up, looks like one. It's a model that you guys drive, I think. The car was a graphite colored. Blah, blah, blah. The license plate number was. Blah, blah, blah. Target last seen. Okay. Westbound in Little Soul. Vielen Dank, Sie können weiterfahren. Und wir fahren mit stillem Alarm. Stillmalarm hier mit Code 2 hier. Leise Anfahrt heißt das, glaube ich. Fahren wir zum Gebiet. Gucken mal. Es war ein Auto, wie wir fahren. Das heißt, ein Ford Crown Victoria. Das ist fucking aus dem Weg. Da hinten irgendwo. Okay, fahren wir nochmal lang. Der ist da abgebogen. Okay, das heißt, wir hätten eigentlich eine Abkürzung nehmen können. Oder sollen eigentlich sogar. Oh, habe ich uns hinten die Heckscheibe kaputt gemacht. Da vorne ist er. Das ist der doch wohl, oder? Wir hängen uns mal dran. Oh, da hinten? Okay, dann war es ja doch nicht. Okay, dann ist Pucci Kanals. Kommt jetzt wahrscheinlich gar nicht entgegen, oder? Wir kommen ihm entgegen. Ne? Okay, wir haben ihn. Alles klar. Wir warten bis Krümel, dann ziehen wir ihn raus. So, komm. Rechts ranfahren. Das war der Falsche. Sie können ruhig weiterfahren. Und den da vorne. Wups. Den müssen wir rausziehen. Das Auto qualmt ein bisschen. So, wir machen das immer mit schnellen Prozess, ja. Machst du da schon raus hier? Fahren Sie bitte das Fenster runter. Kann ich einfach stoppen hier? Was machen Sie da vorne?
Steigen Sie mal hier aus. Danke. Oh Gott. Ende nach oben. Ah, hier ist alles. Ah! Gehen Sie weg! Was machen Sie? Es ging nicht anders. All units, we are code 4. No further units required. Scheiße. Guck mal, es sagen viele Leute, ich soll eine Ambulance holen, wobei ich ja sehr darüber überzeugt bin, dass das einfach nicht geht. Und we have an ambulance requested in the Spoochie Canals. Respond code 3. Ja, wir mussten ihn killen, aber das Auto sieht ja nicht aus wie eines, also doch klar, es ist eines von unseren, aber vom Modell her, aber sonst überhaupt nicht. Also sind sie eigentlich immer hinten drauf gefahren. Ja, wir haben Kidnapping, ist ja egal. Spawn Code 3, wir müssen jetzt erstmal auf den Krankenwagen warten, weil ich habe den Headshot gegeben, also eigentlich durfte er nicht mehr leben. Naja. Was ist denn der Krankenwagen? Ich habe nicht 5000 Stunden Zeit. Da vorne, er fährt auch mit 2 km/h, weißt du? Bis dahin war ich auch verreckt. So, komm. Hallo, Herr Krankenwagenmann. Warum Sie schaffen das? Ich möchte ihn nochmal umbringen. Ja, komm, sagen Sie, was ist passiert? Ja, ja, ich weiß. Er hat einen Headshot kassiert. They're dead, okay. Nun jetzt Corona. So, und hier den schleppen wir ab. Also irgendwie, ich weiß ja nicht, entweder habe ich immer Pech oder die Krankenwagen sind einfach nutzlos bis jetzt noch im Spiel. Oder es liegt daran, dass ich dem Headshot gegeben habe. Weißt du, die Krankenwagen können ja Leute wiederbeleben, die noch leben quasi, die noch sichtbar leben, aber der hier ist einfach nur tot. Da gibt es ja nicht mal eine Engine für, dass der noch leben kann irgendwie, glaube ich. Naja, wir probieren es einfach mal weiter mal aus. Huch. So, wir können einmal reparieren, das steht uns zu. Dann biegen wir hier mal links wieder ins Stadtzentrum ab, weil der Flughafen stinkt. We have a traffic alert in Little Soul. Traffic alert, okay. Dann, hier, vor was? Scheiße, egal. Steht es da noch? Nö. Okay, oder ich bin blind. Dann halten wir es auf jeden Fall mal an. Ja, aber doch, wir fahren erstmal laut. Boah, da. Bisschen am Driften hier. So. Guten Tag. Ja. Halt sie mal bitte an jetzt hier, ne? Hey, passen Sie mal auf hier, ja? Alter, kann jetzt. Oh Gott, kann. Ah, nein, 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 nicht wegfahren. So. Guten. Ah! Hände hoch! Oh Gott. Nehmen Sie die Hände hoch! Egal, nehmen wir ihn jetzt erstmal fest. Vielleicht holen wir auch gleich so einen Kollegen her. Hände hoch! Hallo, steigen Sie aus! Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, alles gut. Da hat sich gelöst, da hat sich gelöst. Ah! Nehmen Sie die Hände hoch. Alter, ich glaube, die ist gerade ein bisschen buggy. Ah! Oh, nur wie Kollegen. Assistance needed for a suspect placed under arrest on, wir müssen mal eben kurz ein bisschen tasern, glaube ich. So, jetzt sind sie auch beide. Komm. Okay. Komm, nehmen Sie die Leute mit, sie sind gewalttätig. Und wir lassen so lange hier das Dingsel hier abschleppen und den anderen auch.
zwei Streithähne, die nichts miteinander zu tun haben, sondern einfach nur beide gegen die Polizei sind. Finde ich nicht gut, dass solche Leute hier in Los Santos sich rumtreiben. Ja, genau. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in weiterer Folge von LS Motherfucking PD. Genau. Huch, ich häng im Schild. Ich würde sagen, wir sehen uns in weiterer Folge. Bis dahin. Haut rein, macht's gut. Tschüss.